jetzt geht es zumindest ohne Hacken. Also besser als vorher mit aufnehmen, weil er nimmt gerade auf. Ja. Ja. Also auf dieses Teil hier, aber das. Du musst halt erstmal leben. Ja. Weil es hackt es dann hier so toll. Ja, das stimmt. Wollen wir es probieren? Kann ich gleich anfangen. Ja. Jetzt schon? Ja. Okay. 3, 2. Hallo, liebe Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft hier auf West Companies mit dem Ossi MC, der auch mal wieder von der Partie ist. Also so auch als richtig und nicht nur als Spektralgeist. Ja, wie ihr schon seht, mein Computer ist gefixt. Und ich werde natürlich auch gleich geschlagen. Und wir haben euch ja hoch und heilig versprochen, dass wir jetzt eine Höhlentour machen werden und Maxman könnte sich auch mal melden. Ja, ich mach hier unsere Knochen erstmal weg. Richtig, genau. So, ich würde mal sagen, den ganzen unnötigen Plunder, den wir so haben, können wir mal ablegen. Haben wir eigentlich schon einen Ofen? Ja, hier, in der Küche. Jo, genau. Und ich pack den ganzen Scheiß. Ey, ich hab wirklich 3 Feldhacken. Alle aus Stein. Das ist der Ossi. So. Pfeile haben wir nicht zufällig noch, oder? Ich glaube nicht. Warte. Nein, haben wir nicht mehr. Gut. Also ich werde mal schauen, alles, was man so auf dem Höhlentour mitnehmen kann. Also ich habe erstmal eine Workbench. Das Fichtenholz, naja, und wieder lang. Ganz ehrlich. Guck mal, wir haben hier noch 2 Kisten. Soll ich mal noch eine hier hinstellen, damit wir ein bisschen mehr Stauraum haben? Ja, kannst du gerne machen. Ich räume gerade unsere Kisten ein bisschen auf und schmelze das Eisenerz. Gut, ich werde mal ganz schnell nach draußen gehen, schauen, wie es mit dem Weizen so vorangeht und wie ich schon sehe, ein bisschen was ist schon gemacht. Dann kann ich nämlich noch schnell ein paar Kekse machen, damit wir auch auf der Höhlentour nicht verhungern. Haben wir zufällig irgendwie noch Fleisch oder so? Nein. Na, Supi. Ja, es ist natürlich auch für mich viel entspannter, jetzt auch mal wieder mit Minecraft zu spielen. Jetzt nach fast einem Monat überhaupt kein Minecraft. Wir haben noch extrem viel Holz gerade. Ja. Und ich denke mal, das werden wir auch brauchen. Meine Maus momentan so empfindlich. Ich glaube, ich sollte das erstmal ein bisschen. Na gut, aber mich seht ihr ja. Die 100%. Ich habe bestimmt nur einfach lange kein Minecraft gespielt. Hattest du uns eigentlich schon eine Höhle ausgeguckt? Eigentlich nicht, nein. Gut. Dann machen wir das alles ganz spontan. Ich pflanze erstmal die Felder nach. Und. Du musst jetzt nicht alle abschlagen, nur dass wir ein bisschen haben. Ich glaube, wir haben auch noch welche. Ja, aber solange du den Weizen machst, kann ich das noch schnell machen. Gut. So, das Hühnchen kann ich auch mal füttern. Wer braucht schließlich schon so viele Seeds? Kann man nochmal den Hühnchen geben. So, Kakaobohnen. Oh Gott, wie war das noch? Kakaobohnen da und in der Mitte war ich. Nee, Quatsch. Kakaobohnen in der Mitte. Und Außenweizen. Ich habe lange kein Minecraft gespielt. So, ich habe 53 Kekse und den Rest mache ich jetzt einfach zum Broten. 53 Kekse? Ja, warte, ich gebe dir jetzt. Cookie Time! Komm her, klar. Sofort. Du brauchst das nicht alles nachpflanzen, so viel brauchen wir sowieso. Aber sieht schön aus, wenn jetzt überall was ist. Ich finde sogar, es sieht richtig hässlich aus, wenn das denn alles leuchtet. Das sieht irgendwie total. Na egal. So, warte, hier. Und hier. Ich war gar nicht im Fuß gelandet. Ja, interessant. Ja, vielleicht ist der Bug sogar behoben. Ich weiß nicht, ob ihr unsere letzten Folgen auch mitverfolgt habt, wo Maxman immer alle gesammelten Items als Schuhe an hatte. Wer guckt sich in unsere Folgen an? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Das müssen schon ganz kranke Individuen sein. Schlimm. Ich dachte mir, ich wäre unser einziger Zuschauer. Also damit haben wir schon mal um einen Wert erwartet, wenn du zuguckst. Ja, das stimmt. So, ich mache jetzt erstmal ein paar Sticks. Ich mache uns ein paar Sticks, ich mache mir ein paar Sticks. Wenn du möchtest, kann ich dir auch gleich welche machen. Nein, ich mache selber welche. Und noch eine ironische Spitzhacke.
Und was soll ich uns noch machen? Ein Eisenschwert oder so? Vielleicht für Höhle ist ein Eisenschwert, glaube ich, ganz gut. Ja. Sollen wir auch Rüstung machen? Ich glaube, Brustplatten hat jeder, ne? Also ich habe noch welche, ja. Wollen wir uns sonst auch noch Hosen machen oder Helm oder so? Ich glaube, für Höhle ist vielleicht ein bisschen besser, ne? Und ein bisschen Eisen haben wir noch. Und ich denke mal, auf der Höhlentour werden wir auch noch ein bisschen Eisen finden. Ich mache sonst mal zwei Helme. Check. Und den einen finde ich hier. Sag den mal, anderen setze ich mir Pump auf. Wie viele Fackeln hast du noch? Zwei. Und dann sollten wir uns auch noch Fackeln machen. Ja, das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Aber wir haben auch noch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Boah, echt, das ist eine Wohltat, mal wieder Minecraft zu spielen. So, wie ist das da? Brauchst du noch ein Steinschwert von mir? Nö, ich hab schon euren Schwert. Nimm dir mal zufällig irgendwie noch ein Steinschwert oder so mit. Ich nehme mir auch ein paar Items. Das werde ich dann nicht brauchen. Workbench nehme ich mir mit. Ich nehme mir noch ein bisschen Eisen mit. Oder, ach, weißt du was? Können wir hier lassen. Oder soll ich das zufällig mitnehmen? Eisen? Ja. Wenn wir uns was Neues craften wollen oder so. Ich würde Kavestron, glaube ich, mitnehmen. Lieber. Können wir auch machen. Dann können wir zur Not. Ey, habe ich mir gerade einen Holzknopf gemacht? Nein, gut, glücklicherweise. Ich dachte schon, ich habe Sticks. Und ich habe einen fast kaputten Bogen. Der mir, denke ich mal, nicht wirklich viel helfen wird. Okay. Kannst du mal bitte ganz kurz nachgucken, ob du deinen Ingame-Sound auch ganz richtig gestellt hast, nicht, dass es nachher zu laut ist. Der ist richtig gestellt. Gut. Ah, das ist gut. Müssen wir vorher nochmal pennen oder geht auch so? Das bringt uns sowieso nicht, wenn du parkest. Stimmt, okay, okay. Oh, das Hühnchen. Egal, lass mich raus. Ich lock das da weg. Los! Geh schon mal raus. Huhn. Genau. Hast du recht. Hast du recht. Oder lass es wieder reinschieben. Warte, ich schieb's wieder rein. Schieben. Schieben. Na los. Rein mit dir. Warte. Okay, bis dann, liebe Lotte. Oder wie das im Huhn hieß. Ja, wir haben ja sogar schon ziemlich viele Kühe und Schafe. Ja, das stimmt. So. Es leckt gerade wieder ein bisschen. Oh. Ja. Wir müssen unbedingt deinen Arbeitsspeicher etwas optimieren. Ich glaube, dann ist das auch ein bisschen besser. Das Problem ist, wenn man bei mir aufnehmen würde. Oder wir müssten einfach mal probieren, ob ich bei mir auf dem PC den Server laufen lassen kann. Ob das vielleicht so irgendwie funktioniert oder ob das. Oder ob mein PC dafür zu schlecht ist. Oder wie ja wirklich jeder weiß, nehme ich nur mit einem Laptop auf. Hast du eigentlich Fackeln gemacht? Ich hab das ganz vergessen. Ja, ich habe 64 und 5 mit. Wir machen das mal am besten so, dass wir die Fackeln immer nur rechts am Rand machen. Oder nee, links am Rand, wenn ich das so. Kann sich auch nicht entscheiden. Nein, links, weil dann finden wir wieder raus. Oh, jetzt hab ich sie rechts gemacht. Ja, jeder ich weiß. Ich bin schon mal weiter, ne? Jeder weiß, dass ich eine staatlich anerkannte Links-Rechts-Schleife habe. Schlimm. Das ist links. Und das ist auch links. Warte, ich folge dir. Back to the Höhle. Back to school. Na, zum Glück noch nicht, denn wir haben ja jetzt Ferien. Was auch mal ganz cool ist. Aber leider werden wir in den Ferien, denke ich mal, nicht ganz so viel schaffen aufzunehmen. Aber ich hoffe mal. Sitte. Achso, hier ist noch Eisen. Das brauchst du am besten noch, ne? Genau. Sagtest du nicht, du wolltest eine Holzachse mit Holzpickaxe? So, Holz? Eisen meine ich, sorry. Du hast zwei. Achso. Okay, ne, ich hatte nur die aus Stein gesehen. Ja, eigentlich müssten wir auch mal ein Stück runter, ne? Ich meine, hier nur so, aber Höhlentour so. Ja, wir gehen ja jetzt für die erste Höhle ab, da haben wir noch mehr. Okay. Wir haben hier nachher hinten noch den riesigen Graben. Ja. Und da können wir noch gucken. Oh cool, hier ist Gravel. Den brauchen wir aber, glaube ich, erstmal nicht mehr. Gravel. Jetzt, wo wir so in der schönen Höhle sind, wäre doch immer ein bisschen.
Kohle. Was haltet ihr von Kohle? Deine Gespräche sind echt immer die schönsten. Ja, die echt intelligentesten. Neulich noch Holz, jetzt Kohle. Was kommt als nächstes? Cobblestone? Ja, was haltet ihr von Stein? Ja, das weiß ich nicht. Nein, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht. Meinst du, wir versuchen diese Folge gleich wieder hochzuladen? Müssten wir, ja. Ja. Stimmt, weil wir haben ja gestern nicht hochgeladen. Nein, aber ich habe gestern freigeschaltet. Fluch der Karibik. Number 2. Hast du schon gemacht? Ja. Okay. Weil ich wollte das so im Zweitagestakt so in den Ferien. Weißt du, das ist dann so ein bisschen... Dann muss ich 3 und 4 auch bald hochladen. Ja, kriegen wir hin. Hast du nochmal ein paar Fackeln für mich, sag mal? Würfelhusten. Ja. Würfelhusten. Geh nach vorne. Ja. Sammle ich die Würfel auf? Ne. Jetzt? 30 Stück. Okay. 30 habe ich dir gegeben? Auf hier. Wieso? Viele Wachsen. Ich glaube, die Höhle ist auch schon zu Ende. Dann gehen wir gleich in die nächste. Gut. Machen wir. Obwohl ich habe so einen Flint. Ja. Wie geht es euch denn so vor dem Bildschirm? Ich hoffe, es geht euch gut. Vielleicht habt ihr ja auch Ferien. Also wir haben momentan Ferien. Ich weiß nicht, in welchem Bundesland ihr wohnt. Oder wie alt ihr seid. Vielleicht habt ihr auch Urlaub. Ist ja ein Let's Play ohne Altersbeschränkung, wie man so schön sagt. Minecraft kann ja jeder spielen. Oder ihr seid schon in Rente. Weiß ja nicht. Ja, genau, stimmt. Liebe Grüße auch an meine Oma. Nein. Bleiben wir mal beim Thema. Gestern war mal wieder Fußball-Länderspiel, Deutschland gegen Frankreich. Deutschland hat meiner Meinung nach verdient gewonnen. Hast du das Spiel gesehen? Die erste Halbzeit, ja. Und wie fandest du es? Ich fand das 1-0 lustig. Ja, stimmt, vielleicht interessiert ihr euch an ganz so deutlich Fußball wie wir. Aber ich muss mal sagen, also alle Fans haben sich wirklich gut verhalten. Und das Stadion in Frankreich war echt voll und es war echt ein schöner Atmosphäre. Ich war zwar nicht da, aber ich kann es mir vorstellen. Die Franzosen haben ja auch einen echt brutalen Nationalstolz. Das ist mir erst aufgefallen, als ich auch so wirklich in Frankreich mal war. Ich war ja vor anderthalb Jahren mal in Frankreich, so für Schüleraustausch und so. 1944 oder was? Ja, genau. Nein, das war eine andere Geschichte. Na gut, da war ich auch, aber da war ich nicht an anderen. Nein. Ja, Frankreich. Gut, wir haben eine Partnerschule. Die liegt so ungefähr im sozialen Brennpunkt von Paris, kann man so sagen. In der Klasse, in der ich für eine Zeit lang mal ganz kurz war, sagen wir es mal so, ich war der einzige Weiße. Aber immerhin. Und die Plattenbauten sind 13-stöckig. Aber ist doch cool. Wenn da so viele Schwarze sind, natürlich würde das cool finden. Ja, klar, und das sind alles Franzosen und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war besser in der Schule als die, obwohl ich nicht mehr Französisch. Nein, gut, okay, ein bisschen kann ich Französisch. Wollen wir wirklich alles an Gravel hier abfahren? Ich würde ein bisschen mitnehmen, aber warte mal, ich guck mal schnell, wie viel ich habe. Oh ja, das nehme ich mal noch mit. Und dann würde ich auch mal sagen, gehen wir in die nächste Runde. Wollen wir diese Folge heute ein bisschen Überlänge machen oder wollen wir ganz einheitlich? Ich würde sagen, nachdem wie uns ist. Verdöhnt. So, nächste Höhle. Wo geht's denn hier raus? Keine Ahnung. Wenn wir den Fackeln folgen, die Fackeln müssen rechts sein. Also hier lang, ja, hier sind wir richtig. Du folgst mir. Ja. Wir sind stehen geblieben, ja, genau bei Frankreich. Muss ich mal sagen, Paris ist irgendwie eine. Oder es ist dunkel geworden. Relativ schöne Stadt. Warst du da? Nee, da warst du noch nicht, ne? Nee, du warst dann in Schweden. Ja, ich bin Schweden-Fan. Wollen wir schlafen gehen oder wollen wir? Ja, komm, liegt nah beieinander. Würde ich noch Spaß haben. Und meine Spitzhacke ist auch gleich kaputt. Ja, meine geht nicht. Und du hast wieder ein Ei gelegt. Juhu, Hühnchen. Schlimm. Gute Nacht, meine lieben Freunde. Und guten Morgen, meine lieben Freunde. Hier sind wir auch wieder. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt die nächste Höhle in Angriff. Ja, heute oder in den nächsten Folgen wird mal ein bisschen Höhlen-Action sein. Ah, ja. Und der Ossi redet sich und redet und redet. Und wenn du mir jetzt die hier nimmst, würde ich mal sagen. Okay. Und. Fuck
Fackeln, immer. Okay. Und wir gehen wieder raus. Juhu! So, ich nehm die Fackeln mit. Ganz ehrlich, das ist so ein richtiger Reinfall. Vielleicht sollten wir mal versuchen, ein bisschen weiter wegzugehen, wenn man die Minimap. Achso, übrigens, drück mal X. Jetzt hast du eine große Minimap. Jetzt hab ich grad Schaden gekriegt, weil ich Hunger. Ja, du frisst doch was, frisst doch was. Ich muss auch mal was essen. Mach mal kurz eine kleine Rastpause. Ich ne. Noch Äpfel. Wollen wir den mal hier runter? Oder auch nicht? Nö. Ey, die Höhlen sind alle sowas von der Burner. Also im negativen Sinne. Das ist richtig schlimm. Ja. Was ist mit hier? Das hier sieht schon einigermaßen cool. Ich sehe sogar schon Lava. Wollen wir es mal wagen? Hier bin ich. Hier? Ja, klar. Lass runter. Lass runterbauen. Den Wagen. Hui! Au! Gestorben? Nö. Schade. Aber geht noch. Ja, wie gesagt, also das in Frankreich, das war schon echt cool. Vor allen Dingen, also wir haben nicht in Gastfamilien gewohnt, wie es ja eigentlich für gewöhnlich für einen Schüleraustausch üblich ist, sondern in einem Hotel. Das Hotel hatte sehr kleine Zimmer. Wir haben zum Beispiel mit 4 Leuten in einem Zweimannzimmer gewohnt. Oh, du bist runtergefallen. Das war echt nicht geplant. Und es war klein, wir hatten einen Blick auf Friedhof, wir haben 3 Beisetzungen mitbekommen. Sehr schön. Ich habe echt gedacht, den einen Abend, das wäre eine Schießerei, aber es war zum Glück nur das Müllauto. Was so. Hey, ja. wir waren im Luxushotel, direkt gegenüber vom Friedhof. Yay! Ich habe nicht gesagt, dass es ein Luxushotel war. Ja, aber trotzdem, ich meine, wer geht. Oh. Es war ein günstiges Hotel. Oh. Also ich bin ja dafür, wir sollten hier weiter gucken. Ich bin ja dafür, dass wir uns erstmal irgendwie runterbauen sollten. Hui! Au. Ich habe ein bisschen verzögerten Schaden bekommen. Aber die Franzosen da, das war ja eine Immigrantenquote von über 90%. Die waren aber alle völlig nett zu uns irgendwie. Das war voll cool irgendwie mit denen. Ja, zu manchen von denen haben wir heute noch Kontakt. So über Facebook und so. Na gut, eher weniger, aber. Also manche von denen waren echt cool. Ja. Sag mal, kann das sein, ja, dass das ein Graben direkt neben einem anderen Graben ist? Ja. Also ein Graben in einem Grabengraben? Das ist möglich. Also ich würde das sogar cool finden, wenn das so wäre. Weil es irgendwie sieht das so aus, wenn ich mal ehrlich bin. Aber was ich vor allen Dingen hier total erstaunlich finde, das also machst du hier irgendwo bei mir? Nee, du bist weiter unten. Ne? Wo bist denn du? Aber hier, guck mal in dem. Ach, da bist du. Weil hier wächst nämlich Gras und das ist ja. Au! Ach, das war das scheiß Skelett. Da oben, ja. Ah, komm, den punchen wir weg. Punchen, aber. Hoppala, hab dich getroffen. Ich hab dich getroffen. Sammel mal bitte die Knochen ein, die können wir noch für Bonemehl gebrauchen. Da vorne sehe ich auch schon Eisen. Eisen. Nein, der bitte. Eisenzorn. Bitte nicht, das ist, Gema-Geschütz? Ja, könnte sein. Also, ich finde, wenn, der gute alte Gronk das hört, dann wird das nicht lustig finden, glaube ich. Eigentlich macht das ja jeder irgendwie. Jeder Let's Player hat das schon mal irgendwie gesagt. Ja, wir sind ja nicht Gronk, ich meine. Nein, wir sind ja West Company. Gronk hat ja auch nur 1 Million Abonnenten mittlerweile. Ja. Und er ist der größte Let's Player Deutschlands. Wenn nicht sogar der größte Videomacher Deutschlands. Ja, doch. Der Beste, meiner Meinung nach. Finde ich aber auch irgendwie. Vielleicht ist er. Ich finde nicht, dass er der beste Let's Player ist. Einfach nur aus dem Grund, weil ich Sakazar ein bisschen lieber mag. Aber er ist doch, denke ich mal, so von den Gags, die er reicht, und so echt mit der Beste. Also ich muss ja sagen, ich gucke nur die Let's Plays an, wo die so dritt spielen. Also Rumpel, Sakazar und Gronk. Andere gucke ich mir gar nicht an. Genau, das ist der Unterschied, denn ich gucke nämlich fast alle. Außer jetzt irgendwelche Horror-Let's Plays, weil die finde ich am Ende nicht ganz so. Ey, meinst du, ich schaffe das? Ah ne, dann sterbe ich, ne? Wenn ich jetzt von hier. Guck mal auf meinen Screen. Ja, ich guck. Warte, in das Wasser fliege, aber ich guck. Ich komm mal schnell vorbei, ne? Dann geh mal, komm mal mit. Ja. Komm geh mal. Geh mal mit. Ja, geh mal. Ja. Wer macht denn noch den? Achso. Oh, cool, da gibt's noch einen. Komm, dann gehen wir mal runter. Hier unten ist Gold. Ja? Hm? Bringt ein
aber nicht an meinem Gefühl. Aber das ist Gold. Ich meine Gold. Brauch mal. Mein Gold. So, und hier. Gold, oh, Lapis Lazuli. Bringt jetzt auch nicht viel. Oh Gold. Oh, Spinne! Spinne! Fuck! Ich hab, wo ist mein Schwert? Oh. Danke. Danke, mein Freund. Meine EP. Ist egal, kannst keine haben. Ich bin schon Level 12. Ich bin Level 4. Hey, herzlichen Glückwunsch. Lapis Lazuli. Hui. Wie viel ist das? Und ich würde ja mal sagen, denn ist unsere Folge auch schon fast wieder vorbei. Stimmt. Ja, heute ein bisschen Überlänge. Ja, ein bisschen mehr als sonst. Aber ich denke mal, das macht nichts, weil ihr habt jetzt so lange wieder auf ein richtiges Let's Play Together mit uns gewartet. Und ich denke mal, wir verabschieden uns für diesen Moment. Warte, ich muss zu dir verabschieden und mein Dampf. Okay. Wir verabschieden uns für diesen Moment und sagen Tschüss, auf Wiedersehen, wenn es euch gefallen hat. Dann finden wir es schön. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Let's Play Together Minecraft. Bis dann. Tschüss.